Heute gibt es mal wieder ein Love Magenta Unboxing. Ich habe mir nämlich was bestellt, unter anderem die Limited Edition, den Weihnachtspulli von dem Love Magenta Shop. Und ja, der müsste hier drin sein. Hier steht das Paket, das packe ich heute gemeinsam mit euch aus. Zusätzlich zeige ich euch natürlich auch mal den Shop, damit ihr einfach mal so seht, was man da alles so bestellen kann. Und genau, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal auch wieder ein sehr spontanes Video, weil ich heute spontan Post bekommen habe vom Love Magenta Shop. Und dieses Paket möchte ich heute gemeinsam mit euch auspacken. Genau, für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Dine und bei mir auf dem Kanal dreht sich alles rund um die Themen Beauty und Shopping. Und ja, heute gibt es ein Magenta Unboxing Video. Ich wusste das heute nicht, habe heute früh mir einen Magenta Pulli angezogen, der ist mal nicht aus dem Love Magenta Shop. Deswegen passt das aber ganz gut zu dem Video heute. Alle, die mich kennen, wissen, ich liebe die Farbe Pink, ich liebe die Farbe Magenta und ich stehe komplett hinter dieser Farbe. Deswegen bin ich auch so froh, bei der Telekom arbeiten zu dürfen sozusagen. Und deswegen bestelle ich auch regelmäßig in unserem super Love Magenta Shop. Ja, das ist keine bezahlte Werbung oder sowas. Ich habe das alles selbst bezahlt. Aber ich finde die Produkte einfach richtig, richtig toll. Und auch für Nicht-Telekomiker ist das ein super Shop. Da gibt es auch Produkte oder Fashion, die jetzt nicht unbedingt so viel Magenta drin haben. Das heißt, da könnt ihr gerne einfach mal reinschauen. Aber das zeige ich euch später nochmal. Jetzt geht es erstmal um die Produkte. Und zwar, Grund war, dass es eine Vorankündigung gab. Jedes Jahr gibt es immer so eine Limited Edition, unter anderem Weihnachtspullis vom Love Magenta Shop. Und letztes Jahr war ich leider zu spät, habe ihn nicht mehr bekommen. Ich war richtig, richtig traurig, weil alle damit rumgelaufen sind, außer ich sozusagen. Und dieses Jahr habe ich hatte mich dann angemeldet für ein Newsletter etc. Und da war ich dann am Dienstag, habe ich es bestellt und heute habe ich schon bekommen. Das heißt, 3 Tage, wirklich super. Vielen, vielen Dank nochmal an den Love Magenta Shop, falls ihr dieses Video seht. Top Service, richtig, richtig schnell und ich bin richtig begeistert, dass es so schnell da war. Genau. Und diesen Pulli habe ich mir bestellt, den packen wir gleich als erstes mal aus. Und zusätzlich habe ich mir noch einen zweiten bestellt, da konnte ich dann einfach nicht dran vorbeigehen. Und die schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Als erstes, was ich richtig, richtig schön finde, es ist ja bald Weihnachten und als Goodie, die habe ich nicht extra bestellt, habe ich eine Tafel Schokolade bekommen vom Love Magenta Shop. Was steht hier drauf? Merry Christmas, Love Magenta, wishes a Merry Christmas. Das finde ich schon mal richtig, richtig schön und eine richtig süße Verpackung, wie ich finde. Das finde ich richtig schön, da freue ich mich. Also falls ihr den auch bestellen wollt, müsst ihr mal gucken. Also ich glaube, nicht alle bekommen die Schokolade, da muss man dann, ich glaube, vielleicht waren das sogar die ersten 1000 nur. Das weiß ich nicht genau. Fangen wir an mit dem, das ist die Limited Edition, der Weihnachtspulli von diesem Jahr, so 2022. So sieht der aus, wird erstmal nur eingepackt und dann zeige ich euch nochmal. Und nur Magenta-Pulli, den habe ich mir dann auch noch bestellt und schauen wir uns die doch mal genauer an. Starten wir mit dem Weihnachtspulli, also eine richtig schöne Qualität, richtig schön flauschig und ja dick auch für den Winter, das finde ich richtig gut. Die Hauptfarbe ist schwarz und natürlich mit ganz viel Magenta. So, wir sehen hier, könnt ihr das sehen? Genau, da ist so ein schöner Weihnachtsmann, natürlich mit Magenta-Mützchen und Magenta-Schlitten. Finde ich richtig schön. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch, warum die Limited Edition in diesem Jahr Pixmas heißt. Weil es sehr verpixelt dargestellt wird. Finde ich aber sehr, sehr schön. Und auf der Rückseite ist natürlich auch noch was. Da finden wir ein süßes Rentier. Genau, seht ihr auch ganz schön. Ja, so sieht er aus. Ich habe ihn mir in Größe M bestellt. Kommen wir zum zweiten Produkt. Da konnte ich, wie gesagt, nicht dran vorbeigehen, wo ich den gesehen habe. Das ist jetzt ein unifarbener Magenta Pullover. Hier steht noch ein bisschen was drauf. Genau, und die Rückseite ist auch unifarben, ist auch Größe M. Ich hoffe, wie gesagt, dass das passt. Und so sieht er aus. Hat auch eine sehr schöne, weiche Qualität. Also sieht sehr gemütlich aus auf jeden Fall. Ich ziehe die beiden Sachen mal an und dann drückt mir die Daumen, dass es auch passt. Juhu, er passt. Ich finde, der ist so flauschig, der ist so gemütlich und passt wie angegossen, obwohl ich manchmal sogar L trage. Aber der passt hier wirklich richtig schön und ist richtig schön gemütlich. So sieht er aus. Ich zeige hier noch mal von nahen. Also hier ist noch ein T-Logo drauf, der anderen Seite natürlich auch. So, und das ist der zweite Pulli. Ich bin richtig begeistert. Ich liebe Magenta, wirklich Wahnsinn. Richtig schön, passt auch richtig gut und sieht auch richtig super aus. Von hinten drehe ich einmal, genau. Also richtig schön.
Ich habe noch eine Magenta Leggings an, die ist nicht aus dem Love Magenta Shop. Die ist aber auch richtig super, die zeige ich euch gleich nochmal zum Schluss. In die habe ich auch richtig verknallt, die habe ich aber von Amazon. Das ist die Leggings, die zeige ich euch jetzt nochmal. Also finde ich auch richtig schön. Hier habt ihr eine Tasche, da könnt ihr dann Handy etc. reinpacken. Hier am Bein ist es etwas durchsichtig, gefällt mir aber auch ganz schön. Link packe ich euch in die Infobox, falls ihr da Interesse dran habt. Ja, also super Outfit heute, glaube ich. Magenta Pulli, Magenta Hose, Magenta Schuhe vom Love Magenta Shop habe ich ja auch noch da stehen. Also richtig schön. Jetzt zeige ich euch kurz mal, wie der Love Magenta Online Shop ausschaut. Also auf der Startseite sieht man natürlich direkt unseren Pixmas Weihnachtspulli. Ja, der ist natürlich da direkt platziert und da klicke ich jetzt mal drauf. Ja, da seht ihr dann nochmal Details, wie der Pulli halt so aussieht, von vorn und von hinten. Ein paar Details natürlich zum Produkt. Und dort steht drin, die ersten 1000 Bestellungen, die erhalten halt eine Schokolade. Also war ich einer unter 1000, bin ich echt froh. Zusätzlich auch noch eine Gewinnchance auf einen Schal, die hatte ich jetzt nicht. Genau, aktuell liegt der Pulli bei 57 Euro, aber wie gesagt, Limited Edition, müsste schnell sein, wenn ihr da noch was abbekommen wollt. Ansonsten zeige ich euch jetzt gerade nochmal den Magenta-Pulli, den ich bestellt habe. Genau, der sieht halt vom Aufbau genauso aus, ist dann halt Unifarben, steht noch ein bisschen was drauf. Den gibt es auch in Schwarz, also für die Herren vielleicht auch was Interessantes. Genau, der liegt, glaube ich, der liegt bei 56 Euro, genau. Ja, und dann habt ihr da unterschiedliche Bereiche für sie, für ihn und dann Accessoires natürlich. Ich zeige euch jetzt mal nur für sie die Produkte. Also da gibt es halt sehr viel mit Magenta, aber auch sehr viel ja in Schwarz ist da. Dann vielleicht mit ein bisschen Magenta. Eine Cappy haben wir hier, T-Shirts sind da. Sehr viele Accessoires. Eine Jacke, die habe ich übrigens auch. Die ist auch super. Also ich habe da schon einige Sachen. Die habe ich auch. Also ich habe schon sehr viele Sachen aus diesem Shop. Schaut da einfach mal rein. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Also ich bin wirklich begeistert von den beiden Produkten. Ich werde die definitiv sehr oft tragen. Der ist wirklich richtig kuschelig. Könnt ihr jetzt schon anlassen. Also der Innenstoff ist hier wirklich auch sehr, sehr schön. Und auch der Pixmas Pulli ist richtig, richtig toll. Ich bin echt froh, dass ich diesmal nicht zu spät war und ihn noch bekommen habe. Deswegen, wenn ihr ihn bestellen wollt, seid schnell. Und wenn ihr Glück habt, bekommt ihr natürlich auch noch eine kleine Schokolade. Genau, ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mir ein Like gebt und gerne könnt ihr mir natürlich auch einen Kommi schreiben, falls ihr noch Fragen habt oder so. Ich verlinke euch alles, was ich euch gezeigt habe, natürlich in der Infobox. Da könnt ihr das dann bestellen oder euch anschauen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen Magenta-Tag oder Abend und sag mal bis bald, eure Dine.